Wir reisen in das Jahr 1792 nach Frankreich. Die Wahl zu einer neuen Nationalversammlung steht an. Lasst uns rausfinden, was genau passiert ist. Mir nach auf nach Frankreich. Yes, of course. My name is Nao, and I am an American exchange student in Germany. I will help you with your tasks today. Just tell me which crossword you are working on, and I will give you tips. Hallo, ich bin Nao. Schön, dass du mit mir etwas Bruchrechnung üben willst. Wenn du möchtest, kann ich dir die verschiedenen Bruchrechenarten erklären oder dir Beispiele vorrechnen. Ich kann aber auch einfach Aufgaben ausrechnen. Außerdem gibt es noch ein Quiz, in dem du testen kannst, wie sicher du schon bist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute euer Quizmaster. Ihr habt euch ja in der letzten Zeit intensiv mit den europäischen Ländern beschäftigt. Heute möchte ich testen, wie gut ihr euch auskennt. Zusätzlich zu dem Quiz bekommt ihr noch Informationen über die Kontinente sowie Meere und Ozeane dieser Erde, da ihr die noch nicht ganz so gut kennt. Wir starten mit den Informationen und kommen anschließend zum Quiz. Seid ihr bereit? Ja, klar. Okay, dann wollen wir mal starten. Ich hoffe, ihr habt Spaß und kennt euch gut aus. In diesem Augenblick befinden wir uns am Äquator. Als erstes wollen wir jetzt auf die Südhalbkugel gehen und schauen, was es dort zu entdecken gibt. Kommt mit, wir gehen in den Süden. Love your choice. You are going to love the Emerald City. Let's go. We have arrived in Seattle. You may now show me pictures. The Seattle Space Needle is what gives the city center of Seattle its iconic look. It was built in 1961. Leider sind die meisten Menschen, die ein Konzentrationslager überlebt haben, inzwischen sehr alt. Viele von ihnen sind bereits verstorben. Damit ihr dennoch die Möglichkeit habt, eine solche Person zu sprechen, bin ich hier. Alles klar. Dann machen wir mal weiter. Ouch, my leg really hurts. Oh, hi doctor, it is good to see you. Hey doctor, what have you got for me? Nice, can you give it to me? Thank you very much, doc.